Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Legend of Zelda Stream. Gab jetzt eine Weile lang keinen, weil ich erstmal andere Projekte bevorzugt habe. Aber hier stehen wir wieder in der eisigen Landschaft, frieren uns den Arsch ab und wollen wieder die Welt ein bisschen erkunden. Seit dem letzten Mal habe ich diese eine Farmingstelle mal ein bisschen ausgenutzt und mir ein bisschen Geld gesammelt. Im Übrigen, für unsere Spoiler-Ranten und Tippgeschreiber geht natürlich wie jedes Mal, dass ihr eure Sachen für euch behalten sollt. Ihr sollt mir nicht spoilern oder Tipps schreiben, weil ihr sonst aus dem Kommentarbereich für immer gebannt werdet. Ich habe jetzt die Amiibos noch gar nicht genutzt, das können wir ja jetzt hier onscreen machen. Wer weiß, vielleicht kommt ja was Schönes bei rum. Espa, das muss ich instant einsammeln, sonst friert's. Geht ja recht schnell, meine Amiibos einmal durchzuprügeln. So, jetzt meine beiden Special Amiibos, die mir eine Kiste mitbringen. Ich aktiviere den immer wieder mal aus Versehen, ne? So, habe alle meine Amiibos durchgeprügelt. Ich kann ruhig das Ritterschwert auf den Boden schmeißen. Und die beiden Ritterschwerter miteinander kombinieren. Die ich gerade aus der Kiste bekam. So, was ist mein Plan für heute fürs Erste? Erstmal die Punkte hier mal absammeln, die ich mir markiert habe, die paar. Also, da will ich jetzt einmal hin. Dafür klettere ich gleich über den Berg. Und ja, der Rest wird sich dann schon ergeben. Erstmal hier wieder hoch. Ich bin extra zu dem Turm hier gereist dafür. Damit ich ein bisschen schneller auf den Berg hochkomme. Und wenn, dann gehen wir von hier unten aus. Hier ist wieder ein Geldlieferant. Muss einmal auf das Haus hier drauf. So. Schade, nur grüne Rubine. Wo Sammy bloß steckt. Hier ist auf meiner Nebenquest. Nee, ich bin nicht Sammy. Da muss ich dich leider enttäuschen, Kollege. Okay. Die verschwundene Königin. Ich kann hier echt schöne Bilder von Schilden machen. Krieg sogar Bilder von Schilden, die ich noch gar nicht hatte. Wahrscheinlich hat die jeden Schild einmal. Kann ich die einfach mitnehmen? Nee, ich darf die nicht mitnehmen, aber zumindest konnte ich Bilder davon machen. Ist was wert. So, hier liegt ein Fels. Auf der Klippe. Der ist ja doch nicht ohne Grund.
Wo willst du hin? Ist ja bestimmt dahin. Mann, ich brauche Licht. Hier ist eine Mini-Höhle. Sollte mal den Bogen wechseln. Ach ja, ich habe hier diese Waffen von dem Dämonenkönig, ne? Ja, vollkommen fallen. Den Majoli-Typ müsste ich eigentlich auch mal wiederfinden. Ich sehe schon von hier aus den... ich wollte sagen Schrein, aber es ist nur ein Brocken. Aber vielleicht ist hier ja trotzdem was Schönes. Ist ne Eiswind, die kommen nicht wieder hoch. Ich könnte auch den Felsen hier mitnehmen. Habe ich einen weiteren Hammer? Was anderes sind die schwächsten Prügel eh nicht zu gebrauchen. Okay, da ist was im Wasser. Hol schon mal raus. Hier ist auf jeden Fall ein Schrein irgendwo. Habe ich meine Lieblingspflanze dabei? Nee, leider nicht. Aber ich habe was anderes Schönes. Hui! Irgendwas da noch im Wasser? Nö. Komm, ich nutze mal den Stock hier aus. Kiste gönne ich mir gleich. Da ist noch ein Eisbrocken. Tschüss. So, was haben wir denn hier in der Kiste ein schönes drin? Drei Geiter. Ja, können wir mal mitnehmen. Möchtest du mir mitteilen, wo du hin willst? Schein ans Ende des Ganges. Liege ich da richtig, mein schöner leuchtender Stein? Ja, da sehe ich's doch. Hallo?
habe das Ding doch sogar schon drin liegen. Aktiviere dich. Hol mir den Kerl, den das Licht zeigt, den Schein da. Soll ich dir was erzählen? Der liegt schon drin. Meine Güte. Man kann sich auch anstellen. Also wenn ich so eine mega versteckte Höhle sehe, dann denke ich mir, okay, da unten ist ein Schrein. So, was haben wir hier drin? Ein Topaz. Ja, danke. Danke für die Almosen. Naja, wenigstens ein Segenslicht. Kann ich mein Leben aufwerten? Ganz oben bei den Flaggen könnte ich mir vorstellen. Aber ich sehe nichts leuchten. Okay, ich kriege hier schon einen Schlitten geschenkt. Das Spiel will mir was mitteilen. Der Turboantrieb wird auch noch angebracht. So, so kannst du mir nicht wegrutschen. Hier habe ich leider keinen See, wo ich den silbernen versenken kann. Also nur einen einfachen Knochenbockbogen. Na gut, der hatte doppelten Schadenserhöhung. Kein Wunder, dass er so viel Damage gedrückt hat. So, jetzt habe ich eine recht starke Waffe. Der rote, der braucht mich überhaupt nicht interessieren. In der Richtung nicht, meine Markierung. Ich halte natürlich weiter Ausschau nach kleinen Freunden. In der Suppe sieht man die nur recht schwer. Hallo. Nee. An einem Ort, wo sie das Signal nicht sehen kann. Das lässt doch auf eine Höhle eigentlich zurückschließen, oder nicht?
Erstmal gucke ich mir jetzt meine markierte Stelle an. Ach, wahrscheinlich habe ich hier den Bereich generell markiert gehabt, damals wegen dem Rauchsignal. Ja, am ehesten würde ich sagen, da unten müsste sie irgendwo stecken. Da ist auf jeden Fall wieder ein Kanickel. Oh, das ist ein gutherziges Kanickel. Es hat rote Rubine auch fallen gelassen. Da, die ist 100 pro da in der Höhle drin. Wozu habe ich den Felshammer? Und Felswand komplett vernichtet. Da sehe ich doch schon jemanden. Hallöchen. Ja, also ein Topaz oder so weiter ist halt wirklich ein Trostpreis, ne? Weil ich das fast aus jedem günstigen Stein bekommen kann. Wenn ich da ein Topaz irgendwo aus einer Kiste kriege, fühle ich mich gleich veralbert. Da haben wir es, Amy. Hast du vielleicht einen neuen Schädel auf dem Rücken? Nee. Der war auch in deiner Wohnung. Warte, machen wir uns noch einfacher. Jo, hier ist offen. Gern geschehen. Einfach mal markieren, dann gehe ich da gleich hin, nachdem ich die Höhle erkundet habe. Okay, hier ist der andere Eingang zu dieser Höhle. Ja, zumindest eine Nebenquest war hier, ne? Mal kurz von hier aus umschauen. Vielleicht sehe ich ja noch eine Krogstelle oder irgendwas in der Art, bevor ich mich zum Haus teleportiere. Ich würde sogar von der Stelle dort aus gucken, von der Klippe da.
Ach, die schnellste Art voranzukommen. So, sehe ich irgendwas an der Klippe, das nach Krog oder Schrein schreit? Da sehe ich zumindest was leuchten. Das ist wieder einer dieser Hasen. Schreine sieht man selbst aus einem Kilometer Entfernung leuchten. Also einen Schrein sehe ich hier definitiv nicht. Und wenn ich hier auf Biegen und Brechen nach einer Höhle aus der Entfernung gucken will, vor allem wenn so eine Suppe herrscht, kann ich lange gucken. Aber ich gönne mir auf jeden Fall die Rubine. Also sieht das hier schon nach einer speziellen Stelle aus. Ah, das war ein schlechter Hase. Okay, ich darf wieder Schild bauen. Ach, keine Sorge. Hier, lass mal los. Diese Kombi funktioniert immer. In alle Richtungen abgedeckt, dass es nie umfallen kann. Also wenn müsste er es richtig behindert zusammenbasteln. Wer soll das lesen, Junge? Macht ihr doch wenigstens andersherum. Dass sie nach unten gucken und nicht nach oben. Sieht man doch hier echt beschissen. Kann doch kein Mensch lesen. Vor allen Dingen in so einer abgelegenen Gegend. Das ist gesunder Optimismus. Sehr gesunder Optimismus. Okay, hier ist eine gewaltige Luftader nach oben. Da wird 100 Pro irgendwas sein. Ist das eine heiße Quelle? Das Wasser heilt mich. Also manchmal kommt man auch so dahin, ne? Oh, ich sehe was Schönes. Ich würde den Drachen gerne dann mal verfolgen. Ich wollte gerade sagen, macht mir erstmal hier oben überhaupt irgendwas? Hier oben ist doch immer hell. Also an der Oberfläche macht mir das einfach nur Schaden. Ich behalte kein Miasma-Herz. Ah, falsche Richtung. Und da geht meine Rakete. Die Rakete wurde abgefeuert.
Der verschwindet doch immer in einem Loch, der Drache. Ich könnte mal den Drachen beobachten. Vielleicht führt er mich ja irgendwie zu einem Loch, in dem ich dahin bringe, wo ich unten nicht hinkomme. Da ist jetzt so eine eingestürzte Ruine. Beziehungsweise eine Statue, die in eine Wand ragt. Vielleicht bringt der Drache mich da irgendwie hin. Ich sehe da was. Der hat das Masterschwert in seinem Kopf stecken. Ich lass nicht los, Kollege. Das kam jetzt so massiv unerwartet. Ich hab dich jetzt nicht umgebracht, ne? Ich hab nur gesehen, vorne an seinem Kopf leuchtet doch irgendwas. Da wollte ich gucken, was das ist. Und dann haben wir direkt eine Sequenz. Wir haben einfach das Masterschwert gefunden. Link. Link. Das Masterschwert, dein Schwert. Die einzige Klinge, die den Dämonenkönig besiegen kann. Einmal unterlag es seiner schrecklichen Kraft. Doch ein langer Schlaf wird all seine Wunden heilen. Und diesmal wird es nicht zerspringen. Die Kraft, die ich ihm einhauche, wird es stärken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte, möge dieses Schwert dich in deiner Zeit wiederfinden. Einfach nur geil. Danke. Danke, dass du es für mich aufbewahrt hast.
Irgendwie dieser Doppelschild ruiniert den Moment. Wieso bin ich wieder hier eigentlich? Das Masterschwert. Ich sehe keinen Angriffswert, ne? Warte mal, ist das Masterschwert immer noch so gepolt? Maximales Leben und ich verschieße Wellen? Ja. Nahkampf und Fernkampf in einem. Ich kann wahrscheinlich nichts mit dem Masterschwert kombinieren, oder? Wenn doch, kommt das silberne Ding ran. Dann wird es ja noch mächtiger. Das Masterschwert war schon im vorherigen Teil ultra gut. Ich habe einfach das Masterschwert gefunden. Und ich habe das Masterschwert ruiniert. Oder auch nicht? Es hat zwar die Kraft davon inne, aber es wird nur, wenn ich schlage, zum Synthese-Ding. Geil. Ja, aber trotzdem in die Ecke hier wieder zurück. Ich will nämlich gucken, wo der Drache reingeht. Aber hey, Leute, wir haben schon mal einen Erfolg für den heutigen Abend. Ich habe das Masterschwert gefunden. Da bei dem Rhinos-Pasta sehe ich ein Loch. Da sollte ich eventuell reinspringen. Ansonsten kann ich hier mal gucken, in die Richtung ist der geflogen. Da hinten sehe ich doch wieder so ein Eiskriok. In die Richtung ist er gerade eben geflogen. Von hier aus wollte er dahin. Ich kann in der Richtung ja wirklich mal gucken. Ich gucke aber zuerst mal dort, wo ich eh schon die Luft aufsteigen sehe. Flugplatz. Hallo. Okay. Ich verstehe schon. Ich probiere deinen Kurs gerne aus. Danke, hätte ich sowieso getan. Na gut, dann wage ich mich an deine Herausforderung. Okay. 15 Ringe. Okay. Ich darf nur den Übungsplatz nicht verlassen. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Oh, nicht sehr viel.
Hab alle. Danke. Na gut, dann probiere ich den Fortgeschrittenen auch mal aus. 20 Biene sind nix. Oh, ich sehe schon. Ich habe wahrscheinlich welche verpasst. Ja. Danke, ich habe mein Eintrittsgeld zurückbekommen. Das sind wahrscheinlich 30. In welche Richtung habe ich welche verpennt? 35 Ringe muss ich schaffen. Ich hab's geschafft. Meine Güte, war das schwer. Einen goldenen Rubin. Würde ich den noch einmal bekommen? Einfach nur mal kurz testen. Wenn ich es jetzt nicht mit den ersten drei Versuchen schaffe, dann lasse ich es auch bleiben. Wenn ich aber immer 300 Rubine bekäme... Übelster Farmspot dann. Okay, so kann man es leichter schaffen. Okay, man kriegt 100 Rubine. Hier kann man auch übelst gut Geld farmen. Hier ist kaum Kälte. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schrein in der Nähe. Und wenn er einfach nur gut versteckt ist. Hm.
Nee, weder ein Schrein oder noch ein Krog sehe ich jetzt gerade an der Stelle hier. Paar Anläufe gedauert, dass ich das geschafft hat, aber hab's geschafft. Der Drache, der fliegt jetzt leider Gottes nicht mehr hier lang. Der Kriok, der fliegt ein bisschen weit oben. Da habe ich keine Überdachung, wenn ich ihn bekämpfe. Ach, sagen wir zum Bodensegeln, danke. Wieder auf dem Boden der Tatsachen mit dir, bitte. Das Masterschwert ist richtig gut. Aua. Äpfel ohne Ende. Da hinten sehe ich ihn. Den Drachen. Als ob du mich in der Luft runtergepustet hast. Ich mach ich fertig. So, jetzt fliegst du wahrscheinlich richtig weit hoch, ne? Ja, das können wir ja schon vom anderen. Der
fliegt jetzt richtig weit hoch. Und dann lässt er die Eisblöcke regnen. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ne? Bin ich hoch genug? Ich wollte gerade sagen, ich brauche einen, der in meiner Nähe runterknallt. So, aber auf dem Boden der Tatsachen mit dir. Mit deinem letzten Kopf kriegst du was ganz Besonderes. Und tot. Ich glaube, das Masterschwert kann nicht kaputt gehen. So. Drache hat sich schon verzogen, ne? Na gut, ich bin auch an einer komplett anderen Stelle jetzt. Hier im Eisgebiet sehe ich halt sonst nirgendwo hier irgendein Loch, das nach unten führt, ne? Mal so ganz nebenbei. Deswegen verlasse ich jetzt mich jetzt mal auf dem Drachen, dass er mir irgendwo ein Loch zeigt. Wo führst du mich hin, mein Freund? Auf jeden Fall ein schöner Drache, ne? Kann den sogar fotografieren. Ja, dann markiere ich mir lieber die Stelle. Da ich von dort aus nochmal auf Abends stelle und dann ein besseres Foto von ihm mache. Ich hätte so eine Ahnung, wer der Drache eigentlich sein könnte, ne? Wenn ich ihn mir so genau anschaue. Ich behalte es erstmal für mich. Am Ende ist das ein Riesenspoiler. Sich meine Vermutung bestätigt. Fliegst aber echt lang durch die Gegend, mein Freund. Vielleicht führt er mich auch auf die Himmelsinseln da. Ich habe ja sonst eigentlich keine Möglichkeit, da hinzukommen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder nicht? Wo führst du hin? Ich könnte was Lustiges probieren und mal gucken, ob ich einen Reisekochtopf auf seinen Kopf stellen kann. Mach ich mir währenddessen was zu essen. Das klappt. Ich koche mal auf deinem Gesicht, ne?
Stellt euch mal vor, jemand aus. fliegendes Restaurant! Ich beheiz, wie gesagt, erstmal für mich. Und hi, Pokefreak. Ich warte mal, bis er so auf gerader Linie ist. Dann fliege ich mal dahin. Schuppe kann ich mir auch noch wann anders holen. Okay, höher komme ich nicht. Aber wenn ich gut ziehe. Ja, so komme ich hier hoch. Ich habe jetzt meinen Weg hier hochgefunden und das passt mir schon so. Wenn es noch einen anderen Weg gibt, kann man mir ja später davon erzählen. Man könnte natürlich auch einfach so einen Heißluftballon machen, ne? Das würde natürlich auch funktionieren. Sind hier zufällig Raketen, die nach oben führen, nicht, dass ich eigene verwenden muss? Ich glaube, ich gehe erst auf die Himmelsinsel hier. Kann von dort aus ja darüber fliegen. Hätte ich dich von dort aus noch gegriffen? Ja, wenn ich die Plattform hier ein bisschen anders schiebe. Gucken wir uns erstmal hier um. Wenn wir oben drauf landen, ist auch okay. Den Schrein, den sehe ich ja. Fliege jetzt mal damit so hoch, wie es geht. Und dann nehme ich mal die Heißluftballons weg. Ist vom Prinzip ein riesiges. Ah, okay, das Ding verzieht sich jetzt eh. Dann fliege ich den restlichen Weg so. Fliege ich hier jetzt in den Schrein da rein? Nördliches Irrschloss Himmel. Was war das denn jetzt gerade? Ach, hier ist verminderte Schwerkraft. Na gut, ich hole mir jetzt hier den Schrein auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber nicht auf Biegen und Brechen jetzt das Labyrinth da machen. Das würde ich mir fürs nächste Mal aufheben. Ich würde mir jetzt hier den Schrein noch holen. Danach würde ich den Drachen mal eine seiner Schuppen entledigen. Ding hieß auch Fallgeschwindigkeit. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal die geheime Kiste. Oh, das Masterschwert ist zurück. Okay.
Hier muss ich auch mit der anderen Schwerkraft arbeiten. Danke dafür. Okay, ich verstehe, wie ich das machen will. Ich will erstmal, dass das Ding auf der rechten Seite ist. Dann will ich die Schwerkraft umstellen. Und pam, Knopf gedrückt. Und dann kann ich die Kugel ja mal durch das andere Loch feuern. Hui! Ich bin komplett dran vorbeigesprungen wegen der Schwerkraft. Okay, irgendwann geht die Schwerkraft auch von alleine runter. Ich will erstmal, dass die Kugel hier bei mir landet. Und dann muss das da drüber hinfliegen. Und einfach runterfallen. Okay, man braucht die Kugel sogar hier oben. Das war mal ein cooles Rätsel. Aber bevor ich meinen guten Bogen verschwende, packe ich den mal sicherheitshalber weg. Schwalbenbogen war doch so, in der Luft schießt er besser, ne? Ja, in der Luft wird er schnell gespannt. Ach, danke für die Bits, Stark. Danke dafür. Vielen Dank für die ganzen Seelen. So, wie gesagt, da will ich beim nächsten Mal reingehen. Wir sind ja schon knapp an der Endstream-Zeit. Was ich jetzt machen wollen würde, zum einen dem meinen Drachenfreund einen Pfeil in den Kopf schießen oder sonst wohin. Am liebsten auch ein gutes Foto eben kurz von ihm schießen und dann würde ich die Schreindinge ausgeben. Die Segenslichter. Hey, wir sitzen ja jetzt hier schon fast 2 Stunden. So, fliegst du hier gerade irgendwo lang? Und dann muss ich die Zeit ein bisschen zurückspulen. Ich glaube, ich muss die Zeit ein bisschen zurückspulen. Warum taucht er nie auf? Hat er eben ist er doch auch hier lang geflogen. Und das war abends. Ich werfe jetzt noch einmal eine Feuerfrucht, wenn er dann nicht hier ist, dann gucke ich mal von dem Schrein, wo ich geradeaus herkam. Ich weiß, Bomben-Gameplay, Leute. Ansonsten stelle ich mich hier ausgeben für das Foto einfach hin, warte den, da einmal einen Tageszyklus und mach dann ein Foto von ihm, wenn er mal endlich hier aufkreuzt. Fliegt doch jetzt nicht hier lang. Oder sehe ich den vielleicht nicht, weil ich einfach zu hoch bin. Wenn ich schon nicht fündig werde, ich gehe jetzt zum Dorf der Orni und verwerte das Segenslicht noch. Ich gucke dann einfach, dass ich offscreen mal so einen Tageszyklus wirklich mal durchlaufen lasse. Ohne irgendwie die Time zu skippen. Dann versuche ich von dem ein anständiges Foto zu machen. Weil das will ich euch jetzt hier nicht antun, wie ich da 5 Minuten eventuell warte, beziehungsweise 15, bis er endlich mal da lang schwebt.
Aber cool, zu wissen, wie man eigentlich da hochgekommen wäre. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe, dass ich hier an der Stelle entweder hier über den Weg wahrscheinlich rübergegangen bin. Das war dann, glaube ich, aber ne, sehr anstrengend. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Es sind mehrere Monate her. Dann bin ich maximal hierhin wahrscheinlich gekommen. Ich meine, das hier ist auch noch mal ellenweit unter dem hier. Aber das wäre sonst der gewollte Weg. Von hier aus auf seinem Kopf und dann drehe ich da einen bis dahin. Ist schön zu wissen, dass es diesen Weg gibt. Gibt es noch irgendwas anderes am Himmel, das man eventuell so erreichen könnte? Hier ist auch kein Himmelsweg, der dahin führt. Mit dem Drachen kommt man eventuell auch hier hin. Außer dort ist irgendwas, was mich in die Luft katapultiert. Oder hier in den Sturm eventuell. Vielleicht fliegt er auch da rein. Ich weiß es halt nicht. Müsste man mal wirklich ausprobieren. Dass ich mich bei einem Stream mal auf seinen Kopf setze. Da dann aber auch wieder so eine halbe Ewigkeit auf ihn warte. Und dann einfach mal eine Map-Umsegelung mit ihm mache. Und mal gucken, wo der mich alles absetzen kann. Ich gebe jetzt jedenfalls hier das Segenslicht aus, damit ich nochmal ein Herz bekomme. Auch sogar kann ich ja eh nicht mehr. Ist schon voll. Kann ich auch beweisen. Mehr Leben ist mehr Leben. Ich kann ja auch noch gucken, ob ich irgendeine Rüstung bei den Feen verbessern kann. Ich habe mir so viel Geld hier ergaunert. Das wäre dann aber das Letzte, was ich heute mache. Wie gesagt, sitze hier schon 2 Stunden. Und ich habe allein für diese Flugprüfung irre viele Versuche gebraucht. Ich weiß übrigens, dass der Fortschritt jetzt heute nicht so gewaltig war. Als ob der Typ hier gammelt. Okay, ich habe doch noch etwas weiteres zu tun. Ich hätte nicht gedacht, dass der hier gammelt. Wollte eigentlich zu den Feen. Aber wenn der eine Typ dort gerade gammelt, dem ich die Majoi-Dinger andrehen kann. Ja, laber mich nicht zu, ich will nur mein Pferd. Dann gehe ich eben kurz zu dem. Hallo. Der Typ, ne? Ich hab ein paar. Her damit. Wo ist Colton? Okay. Wie viel willst du denn haben? Eine Moblin-Maske? Guten Appetit, sage ich einfach nur, ne? Ich will nicht wissen, wie das schmeckt.
Danke. Ja, kann man verhindern, dass man verprügelt wird. Wenn man gerade keinen Bock auf die hat. Muss ich dafür auch zahlen? Okay, jetzt wieder Fußnagel. Was kriege ich dafür? Ach, ich krieg 3. Das Ding wollte ich haben. Ein Geistergewand. Das interessiert mich sehr. Bin gespannt, was die Rüstung kann. Rubinpanzer. Ach so, dann sind meine Rubine so gesehen ein Schild. Ach, jetzt kriege ich diese Augen da. Ich gebe dir einfach mal alle Major-Dinger, die ich dir geben kann. Ja, den Text können wir mittlerweile überspringen. Der sagt jedes Mal das Gleiche. Okay, jetzt will er mir eine Exhalfrostmaske andrehen. Endlich kann ich die Dinger mal ausgeben. Als nächstes Exhalfos Schwänze. Ich hoffe, für das nächste werde auch nur 3 haben. Fee, du wirst jetzt 4. Ach, leck mich. Ich kann mir die Stelle ja mal markieren. Markiere die mal mit dem hier. Dann weiß ich ja, dass der hier ab und zu auftaucht. Ich wollte eigentlich zu der Fee, aber wenn ich den Typen sehe, gehe ich doch hin. Mein Gott, ich drücke nach rechts. Also drehe nach rechts. Bin auch mal gespannt, was man dafür ausgeben muss, um dieses Geistergewand zu upgraden. Was muss man dafür ausgeben? Wo ist das Geistergewand? Das kann man nicht verstärken. Na gut, das beschützt einen ja mit dem Rubin. Müssen wir mal ausprobieren, wie viel das in Wirklichkeit abblockt. Davon könnte ich 2 Stücke aufs Maximum upgraden. Ja, habe ich was für Abwehr, ne? Geld zu farmen ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Der hat doch verdammt viel Abwehr. Ich habe auch Sternschilder, mit denen ich das hier upgraden könnte. Versteigt mal das Windgewand. Das willst du Opale haben ohne Ende. Einfach mal so ein bisschen gucken, was die Rüstungen so im Verlauf wollen. Der Kuss des Todes. Kliokflügel, Giptoflügel. Mir auch.
Kommen wir mal über der Rüstung. Also klar, die meisten Rüstungen werde ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit offscreen verstärken. Ich will nur gucken, ob ich das ein oder andere auf eine neue Stufe heben kann. Also die Ursprungshose will Rhodonit, die Schattenhose will Topasse, die Windmünze Opale und das Zeitgewand will einfach nur Bernsteine. Sehe ich das richtig? Und die erhöhen sich einfach nur? Eins davon wird doch 100 Pro auf Diamante. Ja, es erhöht sich einfach nur die Anzahl, die das haben will. Na gut, gönne ich mir das hier noch auf höchster Stufe. Und ich wurde entführt. Dann haben wir was für Abwehr. Dafür bräuchte ich erst nochmal drei weitere von den silbernen. Aber ich gönne mir mal hier noch die Aufwertung. Und danach lasse ich mal hier so weiter. Ja, nicht mit Schüchtern. Ne, zwei weitere Bocklenhörner und in zigtausend Bernsteine. Wie gesagt, Rest würde ich jetzt erstmal sein lassen. Ich noch ein bisschen Geld übrig lassen, mit dem ich farmen gehen kann. Da habe ich ja meinen Farming-Spot. Also, das ist übrigens kein Witz, ne? An der Stelle, wenn ich hier oben das Fliegen mache, allein innerhalb von 5 Minuten habe ich 600 dort einfach zusammen gefarmt. Und das auch mit dem mitgerechnet, was ich dafür ausgeben musste. 20 ja für einen Flug und wenn man in der Mitte landet, kriegt man 100. Beziehungsweise man macht 80 plus. Ich mach das 5 Minuten und hab schon mindestens 600 zusammengesammelt. Weil das ist echt einfach. Da kann ich übelst Geld farmen. Würde ich mich da eine Stunde hinsetzen, würde ich locker bei 5000 sein. Na gut, ich habe ja gesagt, was ich offscreen machen werde. Geld farmen und versuchen, den Dachen einmal richtig zu fotografieren. Ich gehe mal ein bisschen weiter von der Quelle weg, damit die Hintergrundmusik mal ein bisschen leiser wird. An der Stelle mache ich dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, Abo und Like später beim YouTube-Video dalassen. Ein Follow auf Twitch. Und der YouTube-Gemeinschaft sage ich an der Stelle schon mal Arrivederci, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder auf Deutsch, bis zum nächsten Mal. Ciao.